In diesem Video werde ich erklären, was ein Lied ist. Welche Lieds es gibt. Was ein guter Lied ist. Wie ein Lied entsteht. Wie man Lieds generieren kann. Was ein kalter Lied ist. Was ein guter Cost per Lied ist. Aber fangen wir jetzt einfach mal an. Ein Lied bzw. die Anzahl der Leads kann als Key Performance Indicator, KPI, einer Webseite dienen. Als Affiliate kann man von Advertiser für Leads vergütet werden. Meist sind dann hier die Registrierung als Nutzer für einen Dienst oder die Eintragung für einen Newsletter gemeint. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Leads, den Marketing Qualified Lead, MQL, und den Sales Qualified Lead, SQL. Beispiel. Klickt ein Nutzer auf eine Dienstleistungsanzeige von Google Ads, die bei einer gebrandeten Anzeige angezeigt wird, weil er grundsätzlich ein Interesse an der angebotenen Dienstleistung des Unternehmens hat. Ist es ein Marketing Qualified Lead? Er kam durch eine Marketingmaßnahme zustande. Im nächsten Schritt weckt der Interessent auf der Landingpage ab, ob die angebotene Dienstleistung zu ihm passt und es entsteht ein Sales Qualified Lead, wenn der Interessent eine Anfrage auf der Landingpage stellt. Oder der Interessent klickt auf eine Produktanzeige ohne Markennamen und stellt direkt eine Anfrage. Hier hat der Interessent seinen Bedarf erkannt und möchte sein Problem gelöst bekommen. Von welcher Marke er dieses Produkt oder Dienstleistung erhält, ist hier nachrangig. Diese Leads zählen auch zu den Sales Qualified Leads. Was ist ein guter Lead? Ein guter Lead ist ein Business-Kontakt, der einen guten Umsatz für das Unternehmen erzeugt. Wie entsteht ein Lead? Ein Lead entsteht gewöhnlich im Online-Marketing über eine Anfrage in einem Kontaktformular. Oder über die Eintragung in einem Anmeldeformular zu einem Newsletter. Wie kann man Leads generieren? Exklusiver Content könnte ein Lead Generator sein. Nur durch die Registrierung hat man Zugang zu exklusivem Wissen oder Kontakten. Was ist ein kalter Lead? Kalte Leads sind zum Beispiel Anfragen von Interessenten, die im Vorfeld keinerlei Berührungspunkte mit dem Unternehmen, Produkt oder Dienstleistung gehabt haben. Die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss sind hier eher gering. Kennst du das auch? Du erhältst einen unerwarteten Anruf von einem Callcenter und man möchte dir irgendein Produkt oder Dienstleistung verkaufen, das du nicht auf dem Schirm hattest? Bravo, dann bist du in dieser Situation der kalte Lead. Das Gegenteil davon ist der warme Lead. Du hattest also schon mal etwas von dem Produkt gehört oder gar im Vorfeld signalisiert, dass du mehr Informationen haben möchtest. Was ist ein guter Cost per Lead? Diese Frage kann man nicht generell mit einer harten Zahl beantworten. Grundsätzlich ist ein guter Cost per Lead, CPL, wenn er weniger gekostet hat als Gewinn durch ihn generiert wird. Wie berechne ich Costs per Lead, CPL? Den CPL deiner Kampagne kannst du ganz einfach wie folgt berechnen. Gesamtkosten der Werbekampagne durch die Anzahl der Kontakte, Leads. Jetzt weißt du ein wenig mehr über das Thema Lead. Du hast noch nicht jeden Begriff verstanden, den ich hier verwendet habe? Kein Problem, abonniere einfach diesen Kanal oder schaue in die Playlist nach, ob ich den unbekannten Begriff schon erklärt habe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.